zu einer neuen Folge mit Trains in World und wir sind weiterhin auf der Main-Spessart-Bahn und ich habe was entdeckt. In der Einführung heute um 17 Uhr habe ich erzählt, dass die Einführung von den anderen Lokomotiven noch kommen müssten, sollten. Dem ist aber nicht so. Es ist tatsächlich so, dass Kapitel 1 ist hier nur für die Baureihe 146, Kapitel 2 ist dann für den Steuerwagen, Kapitel 3 ist für die Güterzuglokomotiven. Dann haben wir hier noch ein bisschen Schublock, ein bisschen Lokführer spielen und dann haben wir nachher hier natürlich auch noch die Szenarien, in denen wir dann nachher auch hier mal ein bisschen diese Lokomotive fahren, nämlich die Baureihe 294 ist das, ehemals V100, mit der werden wir so ein bisschen hin und her fahren, hier das Aschaffenburg-Ding. Da sind wir bei 105 Minuten unterwegs, also gute 2 Stunden für das ganze Szenario. Werden wir uns natürlich alles noch zusammen anschauen, aber ich würde sagen, wir gehen heute erstmal unsere Reise fortsetzen und werden unsere erste kleine Tour mit einer Regionalbahn oder einem Regionalexpress, ich weiß gar nicht, was es für ein Zug ist, fortsetzen und das Ganze in der Baureihe 146.2. So, wir fahren ein Regionalservice steht hier. Also wir haben keine Informationen dazu. Die Türen sollen wir erstmal entriegeln, dazu müssen wir erstmal hier den Hobel aufmachen. Gucken, wo der Bahnsteig ist, auf der linken Seite. Da wollen wir das Ganze mal links entriegeln. Und dann wollen wir mal unser FT95 einstellen. Das wird hier eingeschalten und wir fahren nach Lohr fahren wir. Wenn ich das richtig war. Wir gucken mal im Ablauf. Wir fahren Richtung Lohr. Hier steht aber leider nicht, was wir für ein Zug sind. Aber wir können ja hier einfach mal... im FT95, ich mach mal das hier wieder aus, können wir einfach mal Lohr hier einstellen. Da haben wir Lohr, RB. Und dann ist die Zugzielanzeige zumindest mal bei unserer Lokomotive an. Im Idealfall hat er das hier hinten übernommen. Das funktioniert nämlich nicht immer, dass der Steuerwagen das auch von der Lokomotive übernimmt. Ja, jetzt haben wir natürlich hinten relativ dunkel noch drin. Wir müssen auch mal die Zugspitzensignal noch umstellen, habe ich gerade gesehen. Sollten wir hinten 2 rote, vorne 3 weiße haben. Wunderbar, das funktioniert. Dann machen wir mal unser Fahrplanlicht hier aus. Hupen einmal. Das gibt nämlich auch nochmal Erfahrungspunkte. Können einmal das Kabinenlicht anmachen. Dann gibt es auch nochmal Erfahrungspunkte unter Umständen. Und hier hieß es ja, wir sollen auf reduziert machen. Ich lasse es auf normal. Bremsen lösen wollen wir nicht. Sanden wollen wir eigentlich auch nicht. Und jetzt sollen wir noch ein paar Sekündchen warten. Die Zeit können wir kurz nutzen. Gehen mal kurz hier hinten an unseren Doppelstockwagen, gehen hier an den Schrank und dann haben wir hier die Wagenbeleuchtung für den Zugverband. Die wollen wir einmal anmachen. Dann machen wir es wieder zu und jetzt haben die Fahrgäste auch Licht in ihrem Doppelstockwagen. Jetzt müssen wir nur hier wieder hochkommen. Ja, da sind wir doch. So. Gut, jetzt setzen wir uns wieder hin. Und dann haben wir noch 20 Minuten Zeit. Die Lok ist soweit startklar. Hier unten drunter. Mal gucken, ob wieder. Da, das ist der AFB-Hebel. AFB, AFB, AFB. Den müssen wir anmachen, um die AFB bedienen zu können. Und dann ist es wie im ICE auch. Mit R und F könnt ihr die Stufen hoch und runter stellen. Wichtig ist nur, ihr müsst den Fahrhebel auf 0 haben. Also der Leistungsregler muss auf 0 sein, damit ihr die AFB an- und abschalten könnt. So, wir sollen die Türen wieder verriegeln. Das machen wir auch. Alle verriegeln. Badup. Und dann. Kann es mit 40 rausgehen. Hier vorne haben wir eine Langsamfahrt. Da wir keinen Fahrplan haben, gehen wir davon aus, dass wir hier nur 40 fahren dürfen. Und dann machen wir mal wieder ein bisschen das Zeug hier aus, was wir nicht mehr brauchen. Das habe ich gestern angemacht, weil ich was mit einem Zuschauer ausprobiert habe, der immer eine Zwangsbremsung bekommen hat an einer Stelle, wo er keine Zwangsbremsung kriegen dürfte. Und was wir dann noch anmachen, ist die SIFO und die PZB natürlich, ne? Wir sind ja keine Anfänger. Ups, so war das nicht geplant. So, und dann geht's erstmal nach Langenprozelten. Können wir schon 60 fahren? Eigentlich nicht, aber das Spiel erlaubt uns das. Oh, ich habe vergessen, mich zu befreien. Zwangsbremsung. Vorbildlich. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ich war noch auf 45 km/h überwacht. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Ja, so ist das.
könnte jetzt sagen, ich nehme jetzt neu auf, aber so ein Quatsch. War ja mein Fehler. Ich habe einfach vergessen, mich zu befreien. Diesmal machen wir es. Jetzt sind wir befreit. Jetzt können wir auch die 60 fahren. Also normalerweise wäre die 60 erst, wenn wir aus dem Bahnhof raus sind. Das heißt, da wo der anschließende Weichenbereich aufhört. Der würde jetzt in diesem Fall in Lohr sind wir jetzt ab. Ne, wo sind wir jetzt abgefahren? Wie hieß er? Ich weiß gar nicht, wie der Bahnhof hieß. Aber auf jeden Fall jetzt so, das wäre jetzt so der Bereich, wo ich sagen würde, da steht auch eine Rangierhaltstafel, da würde jetzt so der anschließende Weichenbereich überhaupt erstmal aufhören. Die Lokomotive, die hat, glaube ich, sogar ein Zuglängenmesser. Den könnt ihr bedienen, indem ihr zweimal A drückt hintereinander. Hat das Ding Zuglängenmesser? Sieht nicht so aus. Bei der 185 ist auf jeden Fall einer verbaut. Da könnt ihr zweimal A drücken, wenn ihr an einem anschließenden Weichenbereich oder an dem Signal vorbeigefahren seid und könnt dann dort bis dann, wann ihr Gas geben könnt. Aber diese Lokomotive scheint es nicht zu haben. Hört sich ziemlich eintönig an, die Lok. War das schon immer so? Dann können wir abschalten. Und jetzt nehmen wir die E-Bremse, um unseren Zug langsam runter zu bremsen. Das könnt ihr mit Komma und Punkt machen. Und dann, wenn wir auf den Bahnsteig näher kommen, dann könnt ihr dann auch nach und nach so ein bisschen Luft dazu nehmen. Aber im Normalfall reicht bei so einem Personenzug relativ lange die E-Bremse, wenn ihr die benutzt zum Heranfahren an den Bahnsteig. Ja, ihr seht das, ne? Da ist ja auch kaum Gewicht hinten dran. Ich weiß gar nicht, wie viel Gewicht haben wir überhaupt. 192 Tonnen, das ist halt echt nicht viel. Rechte Seite wollen wir aufmachen. Klick, 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 klick. Türen sind auf, Fahrgäste können zusteigen. Und wir sind sogar pünktlich auf die Minute, trotz der Zwangsbremsung, die wir vorhin hatten. Dann können wir jetzt schon mal die Bremsen lösen. Nehmen nur die direkte Bremse, das ist diese hier. Das ist jetzt ist nur die Lok gebremst und der Zugverband ist jetzt quasi schon wieder gelöst. Brauchen wir die nachher nur noch lösen. Das ist mit Ü und dem Pluszeichen auf der Tastatur. Also die Bremsen alle relativ dicht beieinander. Auf der Tastatur. Und dann geht es weiter zu unserem dritten, zweiten Haltepunkt. Das ist dann schon Lohr. Also gar nicht so lang das erste Szenario hier oder die erste Reise. Da können wir schon mal hier alle Fährriegeln anstellen und brauchen dann nur noch den Knopf hier drüben hochdrücken. So, dann sind die Türen auch gleich zu. Leider hört man das Piepen nicht von den Türen. Und dann können wir die direkte Bremse lösen und können wieder Gas geben. So, Lohr, 8,5 Kilometer. Mal gucken, ob wir gleich mal ein bisschen schneller fahren können. Irgendwie hört sich die Lokomotive saukomisch an. So, Fahrt erwarten. Die Fahrt immer schön gedrückt halten. Wieder so ein paar Thumbnails machen hier. Damit ich nicht im Nachhinein nochmal die Szenarien aufmachen muss, um das zu machen.
Aber dann seid ihr wenigstens live dabei und seht, dass ich wirklich meine Thumbnails auch alle selber mache und nicht machen lasse oder so. Einzige, was ich dort machen lasse, ist der, der Rahmen, der wurde von mir, von jemandem gemacht. Jetzt können wir mal mit 130 fahren, ein bisschen schneller. Ganz schön wackelig hier. Gleise sind sehr wackelig. Auch eher ungewöhnlich. Dass eine Lokomotive so ruckelt. Komisch in den Lok. So, da oben kommt jetzt eine Bahnstrecke hoch. Ich glaube, die ist auch aus Richtung Würzburg für die ICEs oder so. Bin mir aber nicht sicher. Ich kenne mich da auf der Strecke nicht so aus. Da müsste ich mal im Internet nachforschen. Kann ich euch das vielleicht in der nächsten Folge sagen, was dort oben für eine Bahnstrecke runterkommt. Auf jeden Fall glaube ich, dass es dahinter einmal mit 160 Jetzt können wir mal 160 fahren. Oh, das Pfeifen wird ja immer grausamer. Ich bin noch nie eine 146 gefahren. Ich weiß das nicht, ob die sich vielleicht wirklich so anhören. Könnte ja durchaus sein. So, 130 gleich nur noch. Das machen wir gemütlich mit der E-Bremse. Da brauchen wir nicht groß die Luft dazu nehmen. Und langsam Fahrt warten. Also E-Bremse voll rein. Das Ganze wird mit der Wachsam quittiert. Zugbeeinflussung. Und im Idealfall reicht die E-Bremse, um auf unter 85 km/h zu fahren, damit die Zwangsbremsung ausbleibt, die ich jetzt zum Start schon bekommen habe. Aber das sieht sehr gut aus. Dann werden wir gemütlich auf 60 mal runterrollern, weil wir ja noch nicht wissen, was wir für eine Einfahrt bekommen. Ich gehe aber davon aus, dass wir eine 60er Einfahrt bekommen. Da haben wir noch einen, einmal halt erwarten als Vorsignalwiederholer. Das können wir hier vorne evaluieren und wir haben eine 40er Einfahrt, das heißt wir bremsen nochmal. Nichts Weißes über dem Signal, aber halt erwarten dahinter. Müssen wir uns einmal im Hinterkopf behalten, da auch wieder wachsam drücken. Zugbeeinflussung. So, die Stimme ist übrigens die originale, ne? Von der Zugbeeinflussung. Die klingen bei den Trax-Lokomotiven tatsächlich so. Bei den 189ern von Siemens ist es eine Frauenstimme, hier ist es eine Männerstimme. Der kann auch noch ganz viele lustige andere Sachen sagen. Zum Beispiel Federspeicherbremse. Federspeicherbremse. Ich weiß gar nicht, ob man das hier im Spiel auch machen könnte. Könnten wir mal ausprobieren. In einem Szenario, dass ich mal versuche, mit der Federspeicher anzufahren. Und lass mich dann anbrüllen von ihm. Federspeicherbremse. Da kann er noch Siefer sagen. Was ich übrigens angenehmer finde, als auf manch anderer Lokomotive, wo man nur einfach nur... wenn die Siefer gedrückt werden möchte. Und AFB kann er auch sagen.
Warum sind wir denn so spät in Lore? So, die Türen öffnen, linke Seite. Einmal da. Und dann sollte unser Dienst hier an der Stelle eigentlich auch beendet sein, denn gleich. Dann können wir mal die Lok. Ja, theoretisch abrüsten. Nee, abrüsten nicht, aber umstellen. Und dann würden wir jetzt, glaube ich, bei diesem kurzen kleinen Regionalexpress eigentlich nach hinten laufen und dann mit dem Steuerwagen wieder zurückfahren. Das sind dann aber eher Sachen für den Fahrplanmodus. Also wenn wir dann jetzt demnächst wieder in die Livestreams gehen, dann werden wir Fahrplanmodus fahren. Und da wäre dann sowas eher mal angedacht. Zu dem Fahrplanmodus, zu den Livestreams werde ich noch eine Umfrage machen, in der ich dann immer 5 Strecken vorschlage, die wir im nächsten Livestream machen. Und dann werden wir uns immer einen Livestream so 3-4 Stunden lang nur mit einer Strecke beschäftigen im Fahrplanmodus. Das sind dann immer die Strecken, die wir im Let's Play schon abgearbeitet haben. Das werdet ihr dann aber in im Community-Tab dann mitbekommen, wenn das soweit ist. Dann werde ich gleich mal den einen meiner Community-Mitglieder hier noch rund machen. Ein kleiner Scherz am Rand, natürlich werde ich ihn nicht rund machen. Aber wir sollen die Türen mal verriegeln. Und dann ist hier Feierabend, ne? So, Ziel erfüllt. Und eine hübsche Goldmedaille gibt es dort natürlich auch wieder. Level 16 für den Rama. Die Main-Spessart-Bahn bekommt Level 3. Und die Baureihe 146 hat Level 3 bekommen. Und wir haben mal wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Nämlich willkommen auf der Main-Spessart-Bahn. Muss ich gleich mal meinen TSW-Tracker mal wieder ein bisschen aktualisieren. Ich hoffe, ihr seid morgen dann um 18 Uhr auch wieder mit dabei. Bei Trains in World. Heute Abend um 20 Uhr spielen wir noch eine Runde Stationeers. Und dann gibt es morgen mal wieder einen Livestream von Transportfieber. Das wurde sich gewünscht und ich wurde mal daran erinnert, dass wir dort ja noch ein offenes Livestream-Projekt haben, das wir weiterspielen können, nämlich die Deutschlandkarte. Also da auch wieder Eisenbahn, wer da Bock drauf hat, morgen, also am Samstag um 20 Uhr geht's los. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag. Denkt an den Daumen, denkt an das Abo, denkt an die Glocke und vor allem kommt in den Discord. Der Link ist in der Videobeschreibung. In dem Sinne von mir wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.